So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu einer traurigen Ankündigung. Die Stadt ist des Todes. Und warum? Ich weiß es nicht. Ich habe eine neue CPU gekauft, die gerade bei 43 Grad ist, die bei 30% Leistung ist. Ich habe eine Grafikkarte, die bei 30-40% Auslastung ist. Und ihr seht hier schon beim Rumfliegen, es stottert sich einen ab. Das ist ja schon die letzten Male schlimm geworden. Aber es ist so nicht mehr spielbar, dieser Spielstand. Ich habe gemerkt, wenn ich Objekte abreiße, also Abriss ausmache und ganz viel wegreiße, wird es besser. Aber grundsätzlich kann man das hier kaum spielen. Also es ist nicht bedienbar mehr. Und das gerade, wo das neue hier hinten fertig wurde, nicht wahr? Wir hatten eben eine stuckende Feuerwehr. Vielleicht stuckt irgendwo anders noch was, was Probleme macht. Vielleicht laufen irgendwelche Dinge parallel, die nicht gut sind. Aber es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und das ist ein bisschen schade. Gerade wo wir jetzt auch die Schienen haben. Vielleicht ist es auch hier hinten eine Schiene, die irgendwie blöd hier drin ist, dass das ihn irgendwie stört in der Berechnung. Ich weiß halt nicht. Oder die Signale, lösen die was aus? Also wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Der Spielstand ist noch da, aber wir werden ihn nicht mehr weiterspielen. Weil es einfach nichts bringt, nicht wahr? Ich kann auch nicht mehr beschleunigen über schnelle Geschwindigkeit. Ich kann eigentlich nur noch normal spielen und selbst da ruckelt es. Und ich habe wesentlich weniger Einwohner und beziehungsweise ungefähr gleich viel Einwohner und gleich viel Fahrzeuge wie in einem anderen Spielstand und der läuft super flüssig. Deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendein Workshop-Objekt ist. Und das neueste Workshop-Objekt, was wir gebaut haben, ist eigentlich diese Chesshaus und das war's eigentlich. Die anderen oder hier dieses Sportcenter. Die Hochhäuser hatten wir oder diese drei Häuser waren das allerletzte, was wir gebaut haben. Da haben wir Bäume hinzugefügt. Aber selbst die Bäume können es nicht sein, weil ich meine, so viele Bäume gibt es jetzt nicht auf der Karte. Wir hatten schon wesentlich mehr Bäume. Das kann es also auch nicht sein. Das Einzige, was ich vermute, vielleicht sowas hier, dass er da, weil er da nicht rankommt oder irgendwas, kann das euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ja traurig und schade, dass es quasi so enden muss, aber ich glaube, eine andere Möglichkeit, wenn ihr keine Ahnung habt, ich habe sie nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt noch herausfinden könnte. Wir hatten auch schon fast alle Workshop-Objekte, die mir so eingefallen sind, mal deaktiviert. Okay, das würde auch nichts bringen. Das hilft auch nicht. Der lädt auch die automatisch nach, die ihm fehlen. Komischerweise fehlt ihm sowas wie Sports Stadium, wo ich gar keins gebaut habe. Weiß ich nicht, was er davon verwendet. Das fand ich sehr merkwürdig. Ja, hier kommen wir nicht ran. Warum das hier nämlich nicht geht? So enge Kurve. Wir können halt hier direkt ran. Und hier da direkt ran. Eigentlich will ich nicht aufhören, nicht? Man merkt es richtig. Es tut halt richtig im Herzen weh. Dass das irgendwie alles hängt. Ich meine, ich habe immer die Hoffnung, dass es sich noch beruhigt. Und man sieht so an den Schatten, die springen. Und manchmal laufen die flüssig. Aber immer wenn die springen, dann hackelt es generell. Und jetzt sind sie flüssig. Seht ihr? Und dann fangen sie wieder an zu ruckeln. Und dann ruckelt auch das Spiel. Also, was auch immer das ist. Es ist was Allgemeines. Es macht, glaube ich, euch nicht Spaß und mir nicht Spaß, wenn ich dann ja, mit diesem Problem spiele. Oh, Feuer gelöscht. Das ist auf jeden Fall ein merkwürdiger Zustand.
zu viele kleine Wege. Wir haben schon relativ viele, aber ich habe da auch schon Spielstände mit mehr. Man hat es auch gemerkt, dass Laden und Speichern dauert sehr lange. Vielleicht ist es grundlegend ein Speicherproblem mit dieser Stadt, weil sie Probleme hat. Also wir haben jetzt 17 GB RAM voll, aber ich habe halt noch 17 oder so, oder 16, 15. Das müsste also locker reichen, das dürfte auch kein Thema sein. Aber vielleicht kann das Spiel selber intern nicht so viel oder so gut den Speicher ansprechen. Das könnte natürlich sein. So, was fehlt hier? Arbeiter haben wir, Zement haben wir, Kies fehlt noch. Warum kommt hier kein Kies? Kies würde hier rüberkommen. Die Quelle sendet keine Ressourcen. Warum nicht? Die haben inzwischen auch. Das hat immer noch keinen Strom. Hatten wir aber nicht ein Stromgebäude dafür geplant? Reichst du nicht bis dahin? Ah, klasse. Dachte ich, ich hatte es so gesetzt, dass es extra bis dahin ging. Oder ist das ein Feuer zum Opfer gefallen? Haben wir hier noch irgendwo einen Anschluss? Nicht mehr, oder? Die sind jetzt nämlich alle aufgebraucht. Das ist schlecht. Das heißt, wir bräuchten... Da ist ein kleiner noch. Ha, ich hab dich gefunden. Dann wollen wir wenigstens einmal das Werk laufen sehen in dem Spielstand noch. Und dann ist gut, oder? Ja, dann bauen wir den hier nebenhin. Komm. Du kriegst hohe Priorität. Ich dachte, das habe ich schon letztes Mal gemacht. Es kann auch sein, dass ich nicht mehr ganz den gleichen richtigen... Hä, aber warte mal. Du bist hier. Und du reist nicht bis da oben ran, oder was? Bis da links. Ah. Aber du bist ja an der Stelle dann auch doof. Warte. Das ist ja totaler Quatsch, wenn die nebeneinander sind. Dann machen wir dich halt hier hin. Ah, naja. Nicht, also spätestens wenn wir nicht scheitern, dann gibt es immer andere Gründe, warum wir scheitern. Wo ist der? Da? Oder hier? Von hier könnten wir auch ran. Das ist doch kürzer. Machen wir das doch so rum. Ein Gebäude ist im Weg. Oh. Also, das ist auch so eine Sache. Wie kann unterirdisch das Gebäude im Weg sein? Klar, nicht? Ja, es ist irgendwie da drüber. Aber so richtig sinnvoll ist es nicht. Woanders kommen sie auch ohne Probleme drunter durch. Ja. Zum Beispiel hier. Unter das Gebäude kommen sie ja durch. Also warum geht das, aber nicht unter diesem Ding? Das sind so manchmal die kleinen Momente, wo man sagt, ah... Ah, ich habe gerade eine Idee bekommen, was wir machen. Ich habe eine Idee bekommen. Ich wollte was kaufen. Ich erinnere mich jetzt.
Ein Spiel ist im Angebot. Und ich glaube, das werden wir spielen. Genau. Captain of Industry ist nämlich im Angebot. Und kostet nur 23 Euro aktuell. Da wollte ich unbedingt mal reingucken. Das habe ich ja bei Pepes Welt gesehen. Und das fand ich sehr spannend. Und bisher hatte mich ja Worker and Resources so im Bann gezogen. Aber ich muss gestehen, wenn das hier natürlich so ein kleines Problem ist, dann weiß ich halt nicht, nicht wahr? Dann weiß ich halt nicht. Weil wir können das jetzt einfach nur bauen lassen und warten und hoffen. Aber das ist auch halt alles, nicht wahr? Habe ich mich vertippt? Nein, gut. Guthaben zuerst verwenden. Was für ein Guthaben? Ich stimme den Bedingungen zu. Oh, dann kann ich es nämlich nebenbei schon mal installieren. Das werdet ihr in der Folge natürlich jetzt nicht mitbekommen. Aber wir werden es dann danach in einem neuen Let's Play starten und dann demnächst die Folgen auch auf YouTube zu finden sein. Ja. Und dann warte ich bei Worker and Resources noch ein paar Updates ab. Vielleicht ist der Spielstand ja mit dem nächsten großen Update, weil irgendwelche Performance-Issues angegangen werden, gerettet. Und wir können weiterspielen. Aber so ist es halt. Ich glaube, für euch fällt es vielleicht gar nicht so auf, wie sehr es hängt. Aber gerade beim Bewegen und Setzen, es ist so clunky, dass er einfach nicht funktioniert. Und wir kommen auch sehr langsam voran. Ich würde sagen, wir haben 1991 überlebt. Das war ganz gut. Kabel ist eh noch nicht fertig. Aber hoffentlich bald. Bei Arbeiter sind ja schon drin für den Kies. Und die Schiene nach hier ist fertig. Sehr gut. Das heißt, grundsätzlich ist runtergeladen. Wow. Grundsätzlich könnten wir jetzt auch hier einen Zug einsetzen. Das machen wir jetzt zum Ende natürlich auch noch. Weil wir brauchen auch Tanksachen da hinten. Warum haben wir die hier Müllwagen stehen? Ich glaube, ich wollte die von irgendwo nach irgendwo fahren lassen. Ich glaube, genau, von hier nach da, nicht? Mit allem beladen, mit allem entladen. Ach, wir brauchen keinen Linienabstand. Das können sie die ganze Zeit machen. Hier ist aber auch voll, weil die hier nicht arbeiten. Weil da manuell Arbeiter hingebracht werden müssten, weil der Zug noch nicht fährt. Weil wir den nicht vorgesehen haben, weil wir den nie geplant haben. Das heißt, der Zug, die Busse, die hier fahren, fahren 63 km/h. Die müssten wir mal ersetzen. Ich glaube, obwohl die Straßen können eh nicht mehr. Das heißt, wir haben so oder so eine Sackgasse. Okay, aber wir sagen, okay, das ist die Linie. Verschrottungsanlage. Nach der Verschrottungsanlage fahrt ihr. Ja, eigentlich am liebsten das an. Eigentlich sowieso nur das. Fahren wir das an. Sagen entladen Arbeiter.
Sagen wir hier 40. Sagen wir hier 30. Sagen wir hier 30. Und ihr ladet wieder 100 ein. So. Und dann wird hoffentlich wieder Müll zu Stahlschrott. Oh, und das muss gebaut werden mit hoher Priorität. Weil deren Ausgang landet mich da drin, hoffe ich. Und die können mich nicht verschrotten, weil das hier voll ist. Genau. Abgelenkt. Wir wollten da hinten dann Öl einmal holen. Gesamtkapazität holen wir einmal den. Es juckelt sich einfach einen aus, nicht wahr? Kies fehlt immer noch. Immer noch nicht fertig hier. Komm. Ah. Komm. Ihr zieht jetzt aber durch, ihr Paar. 97. 98. Ja, nicht in den Feierabend gehen. Komm, ihr 27, ihr 22, ihr schafft das. Nein! Nein! Nein. Elektronische Bauteile fehlen eh. Mann. Wir hätten ja auch pünktlich kommen können. Ups. Ich meine, es motiviert halt einfach, weil das Spiel selber funktioniert. Nicht? Und großartige Möglichkeiten bietet, aber von der Performance ist es halt wirklich gerade bitter. So, die arbeiten wunderbar. Das heißt, der Müll wird hier ein bisschen leerer. Aber dafür sind sie gleich voll. Und warum haben die Aluminiumschrott? Wartet. Wartet. Was bist du denn? Schrott? Aluminium. Warum haben wir hier die Aluminiummülltrennung? Oh nein, das ist ja die falsche. Oh shit. Wir brauchen die hier. Ich wollte eigentlich warten, bis wir die ganzen Bausachen haben, aber ich glaube, das werden wir eh nicht mehr schaffen. Dann können wir es auch so freigeben. Das ist Aluminium. Hier kommt da nämlich Schrott mit immer noch Metallschrott raus, nicht? Aber brennbarer Müll ist sogar mehr geworden. Biomüll ist mehr geworden. Interessant. Okay, dann. Aber du bist eine Stahlrecyclinganlage. Das heißt, hier darf nur Metallschrott gelagert werden. Okay, das ist richtig. Und hier nur Aluminiumschrott. Das heißt, das hier würde sich aktuell füllen. Und die entleeren das hier hierhin, das ist auch sehr wichtig. Dadurch kann er natürlich weiter verschrotten. Okay. Ah, und weil wir Stahl ja nur aus dieser Quelle aktuell beziehen oder über Hubschrauber, wird das alles ein bisschen dauern. Abgesehen davon, dass ich es nicht beschleunigen kann. Oh oh, hier läuft der Treibstoff leer, weil wir, glaube ich, nicht mehr genug produzieren. Doch. Aber grundsätzlich haben wir nicht genug Öl. Naja.
So. Ist jetzt hier der Strom mal fertig, aber das Kabel noch nicht. 99. Oh, wir gucken. Hat Strom. Jawohl. Und der Kies kommt an und der erste Zement rollt. Wir haben es noch geschafft. Und der Zement und der Kies rollen auch hier rein. Wunderbar. Was nicht wunderbar ist, stimmt, das ist... Und das ist mir beim letzten Mal entglitten. Ich weiß es wieder. Uns fehlt eine Pumpe. Ja. Oh, ich kann nicht mehr den Button drücken, so sehr ruckelt das. Manchmal rutsche ich einfach, weil er nicht mitkriegt, dass ich schon längst gestoppt habe mit der Maus. Und hier fehlen auch nur noch Arbeiter. Okay, das ist auch sehr schön. Das heißt, wir müssen hier nur noch mit dem Zug dann Leute hinschicken. Das erreicht die Baustelle nicht, das ist schlecht. Der Bauzug kann nicht hier reinfahren, um das zu bauen? Okay, dann baut er das später, wenn er von der anderen Seite rankommt. Ist es halt so. Aber unser Öl... Boah, Mann. Also, ich habe null Kontrolle mehr über die Maus. Wir wollen, dass der hier beladen... Ich könnte ihn auch dazwischen beladen lassen, aber der saugt das ein bisschen zu stark leer, glaube ich. Und der soll sich ja hier entladen. So, warten bis leer, warten bis voll und starten. Dann ist hier nämlich Diesel drin. Ich glaube, die Bauzüge haben nichts mehr zu tun gerade, oder? Doch. Oh, Alter. Diese Steuerung, es geht gerade einfach null. Warum kann er nicht? Überfahr einfach mal das rote Signal. Okay, aber wegen dem wird Zement zwischenproduziert. Da geht die Kohle raus, nicht? Das heißt, endlich kann auch mal wieder die Kohlearbeiter Kohle machen. Wir verbrauchen Ziegel. Die Ziegelei kann wieder mal ein bisschen ziegeln. Hier können wir auch noch Signale machen. Ich glaube, die müssten aber chained sein. Weil sonst könnte links und rechts jeweils hier einer rausfahren. Ah, hier ist ein... Ah. Ja, ist auch gut so. Genau, wenn da der Zug drin ist... Ah, der Zug ist die ganze Zeit da drin. Nee, die müssen normal sein. Also sonst können die nicht tanken, wenn der hierhin fährt. Und hier darf eigentlich keiner von hier zurückfahren, außer er, nicht? Ein anderer Zug sollte da nicht durchfahren. Hm. Unser wunderschönes Schienenkonstrukt hier. Weltmarktbericht sinkt. Die beiden alten Züge müssten wir auch verschrotten lassen, aber dann bräuchten wir eine Schiene zum Verschrottungsding. Das haben wir auch noch lange nicht. Das werden wir auch nicht mehr kriegen in diesem Spielstand.
Ah, das ist fertig. Das ist schon mal gut. Weil dann können wir dem sagen, können die den schon alle erreichen? Noch nicht, weil noch gebaut wird. Okay, das muss auch noch gebaut werden, sehe ich. Keine Arbeiter, ja, weil die das nicht hier hinkriegen. Ah, und das geht nicht hier raus, nicht? Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Shit. Das ist noch eine wichtige Erkenntnis fürs nächste Spiel. Das heißt, der gemischte Müll-Absatzcontainer geht nicht in die Müllhalde mit Greifer. Gut zu wissen. Das heißt, die brauchen wir da gar nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, was bedeutet denn damit Greifer? Das ist doch totaler... Warum gibt es denn nicht nur eine Müllhalde klein und das Absetzcontainerlager? Aber warte mal, dann ist das hier auch falsch. Ja gut, dann können sie das hier auch gleich mit abreißen. Dann dürften auch die hier falsch sein. Die Frage ist, können die mit Absetzcontainern überhaupt dann da rein? Das werden wir noch herausfinden. Weil sonst muss ich das mich mit Fahrzeugen rüberfahren lassen und das wäre richtig scheiße. Das heißt, wir bräuchten dann drei Ausgänge. Beziehungsweise hier jeweils einen Eingang und einen Ausgang in Dings und dann muss ein Fahrzeug... Finde ich immer irgendwie quatschig. Also... Ich meine, warum geht das eine automatisch rein, das andere muss in einen Container und dann muss ein Auto das fahren? Warum kann ich den Container nicht rüberschubsen lassen? Da ist bestimmt irgendeine Logik hinter. Finde ich aber schwer, wenn man ohne Tutorials da rangeht. Und auch, obwohl man das Spiel schon lange kennt, sind die Sachen... Wenn ich eine Woche nicht gespielt habe, habe ich schon wieder vergessen, was die Müllsachen im Unterschied sind. Vielleicht liegt es an der Übersetzung, dass Müllhalde mit Greifer und Müllhalde klein schlecht übersetzt ist und Lager für Absetzcontainer. Aber ich hätte zum Beispiel das einfach... Ich hätte alle Containersachen dann getrennt von den Nicht-Containersachen oder so im UI. Einfach, dass es klarer wird. Ich dachte halt, durch den Greifer kann er vielleicht dann die Absetzcontainer greifen. Aber anscheinend ja nicht. Aber ja gut, wir sind bei Müll und experimentieren. Hey, Metallschrott. Yay, wo auch immer der herkommt. Gute Frage, wo der gerade wirklich herkommt. Ach, von dir. Und dadurch können die wieder ein bisschen Stahl dann machen. Aber weil das Lager voll ist, können die nicht abreißen, kann das sein? Danach. Weil die den gemischten Müll hier hinbringen. Und die können nicht arbeiten, weil ihr Müll voll ist. Oh, das ist ein Deadlock. Shit. Also, zumindest, man kann ja zwischengreifen, aber trotzdem ärgerlich. Okay. Aber das soll unsere eine Sorge nur sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Diesellokomotive. Ruhig eine kürzere. Die hat wie viel? 1500 kW. Brauchen wir gar nicht, oder? Ich glaube, das ist übertrieben. Und wir haben auch nicht so eine lange Strecke. Ich nehme mal einfach die hier. So, die muss erst ins Depot fahren. Ich weiß nicht warum. Sie kann nicht gleich die Wagen mitnehmen. So ist es halt. Personen, Passagier, Waggon. Oh. Es gibt nur noch den. Und den. 125 und 115 Passagiere. Super, er hat jetzt genau gespeichert, als ich gedrückt habe. Sowas liebe ich. Jetzt weiß ich immer nicht, wie viel ich gekauft habe. Ein. Er hat dümm gemacht, aber nur einen abgebucht, weil er in dem Moment gespeichert hat. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die... Ich weiß nicht, warum das alle Spiele machen. Das UI unterbrechen zum Speichern ist einfach der falsche Ansatz.
es gibt einige Spiele, die können das, ohne das zu machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber das Spiel dürfte nicht mehr heutzutage ruckeln, wenn man speichert. Vor allem stürzt das Spiel auch sehr oft beim Speichern ab, habe ich das Gefühl. Was suche ich eigentlich? Personenwagen. Nein! Jetzt ist er an einer anderen Stelle. Oh! Okay. Dann haben wir jetzt zwei verschiedene Waggons, ist mir auch egal. So, du holst von hier und du nach hier und starten. Und wir verfolgen die Lok. Ah, du darfst nochmal tanken. Wie wär's, wenn du mal zum Zollhaus erstmal fährst? Danke. Ich finde zum Beispiel cool, wenn die nicht einfach umdreht, sondern dann schiebt zum Beispiel die Waggons. Wäre auch noch eine klasse Sache. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann bei Maschinenki oder so, da konnte man es einstellen. So, der kriegt die beiden Waggons. Und ja, jetzt sind hier vielleicht ein bisschen zu wenig Leute drin. Das könnte durchaus sein. Belade dich und entlade dich hier mit Menschies. Und starten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den Weg schafft. Oh. Und wir fahren mal ein bisschen nochmal durch unsere Stadt zum Abschied. Sehen die Autobahn im Hintergrund. Einen der ersten Bezirke hier vorne. Die reichen Villen. Jetzt müssen wir auf die Einfahrt warten. Der erste Bahnhof erwartet uns. Hier das Uni-Gebäude, die Uni. Nochmal die Villen von nah. Die Palmenviertel. Die Studenten werden einfach überfahren. So muss das sein. Das Waisenhaus. Im Hintergrund der Kirchenturm. Der Hauptbahnhof, durch den wir jetzt durchfahren, der schon überwuchert ist. Vielleicht ist das auch ein Problem. Und die Brücke durch den Dschungel in der Innenstadt. Vorbei am neuen, alten, historischen Viertel. Zur Neubau-Randsiedlung. Und da sind wir angekommen. Beladen unsere ersten Arbeitskräfte. Er hat andere Waggons, der andere sogar. Und die erste Fuhre Arbeiter, die in unser zentrales Arbeitsgebiet kommt. Auch wenn die, glaube ich, hier noch gar nichts herstellen können. Ach doch, können sie. 77 Arbeiter. Hier können sie was herstellen. Haben wir das hier geschafft abzureißen? Nee, da ist noch ein bisschen Bauschutt. Aber hier ja. Wir brauchen hier nämlich eine Pumpe. Eine kleine hat wie viele Eingänge? Einen. Entweder zwei kleine oder eine große. Dann würde ich sagen, bauen wir lieber eine große Pumpe. Irgendwo hier hin. Sofern die überhaupt hier noch hinpasst. Ja, das ist eher das Problem. Wir müssen da ja rankommen. Hier ist viel zu eng. Und hier ist auch viel zu weit. Vielleicht denn doch zwei kleine.
Ja, selbst für die ist kaum Platz hier. Ich drücke mal R und nicht T. Ich wundere mich schon wieder. Ich hoffe, hier komme ich auch von der richtigen Seite ran überhaupt. Schade, dass die hier nicht hingehen. Das wäre optimal gewesen. Okay, dann nehmen wir die Variante mit der einen großen, was soll ich tun? Die hier hinkommt. Und dann gibt es einen dahin. Und einen dahin. Ich hoffe, er hat das richtige Gebäude erwischt. Was anderes kann ich mir nicht mehr wünschen. Dann kommt da Wasser hin, dann hätten wir hier Beton. Die ersten Plattenbauteile aus unserer eigenen Fertigung sind auch schon da. Stahl würde auch schon warten. Ja, nicht jetzt, wo wir die ganzen Fortschritte machen, wo wir so weit waren. Muss das Spiel anfangen, Probleme zu machen. Na ja, gut. Na ja, gut. Es war trotzdem eine schöne Zeit. Und so weit bis 1991 waren wir noch nicht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen dieses Let's Play hatte. Ich glaube 70, 80 oder so. 79 sind zumindest bis 7.9. vorgeplant. Aber ich glaube, wir kommen da auf 85 oder so. Ich habe da, glaube ich, noch ein paar, die ich nicht hochgeladen habe oder so. Oder 80. Das ist schon ordentlich. Wenn man bedenkt, dass Let's Play 4 irgendwie 4 Folgen ging, weil wir sofort mit dem Wasser gegen die Wand gefahren sind. Und auch die anderen Let's Plays eher geringere Folgenanzahl hatten. Ja. Das Problem ist halt, dass das hier voll ist, glaube ich. Also eigentlich ist das Problem, dass das hier voll ist. Warte mal. Du. Das unterbricht komplett den Denkvorgang, wenn man gerade klicken will und das einfach unterbrochen ist. Dann. Ich bin da immer ganz schnell raus bei sowas. Wir wollen uns beladen mit. Ja, eigentlich Absetzcontainermüll. Und können wir den da rüberbringen? Das bringt aber nichts nicht, weil die den sofort dahin bringen. Haben wir noch ein anderes Mülllager? Nee. Wir können ja eigentlich nur zur Grenze fahren. Wir beschleunigen mal. Ich bin gespannt, ob er den Müll da rausholt, wenn er wiederkommt. Jetzt kommt er. Und er holt raus den Müll. Sehr gut. Dann arbeiten die nämlich wieder ein bisschen weg. Und dann kommt hier wieder ein bisschen mehr rein. Ich weiß gar nicht, was das Abrissbüro, wo das die Sachen hinliefert aktuell. Wir könnten auch dem kurzfristig sagen. Achso, das da. Okay, der liefert alles ins große Zollhaus. Nee, dann ist ja okay. Das heißt, der Abrissmüll kommt eh raus. Das ist gut.
Boah, so voll. 240 Arbeiter. Okay, wir brauchen hier unbedingt auf jeden Fall noch eine... Shane, nicht? Das ging hier damals nicht. So. Weil dann sind die getrennt, glaube ich, voneinander. Die dürfen ja nur nicht in den Bahnhof einfahren. Und hier in die Richtung und von mir aus so zurück. Okay. Ignoriere das einfach, was ich einstelle an Signalen. Ist es nicht so wichtig. Signale sind Schall und Rauch. Okay, er holt auf jeden Fall richtig viele Arbeiter raus. Die hier gar nicht gebraucht werden. Noch nicht. Der Stahl ist da auch angeschlossen, aber dann holt er jetzt erstmal nur 40% der Leute. Ja, man sieht, die meisten fahren einfach die ganze Zeit mit dem Zug mit. Erst wenn das Stahllager fertig ist, dann wird es natürlich wichtig. Plattenbauteile auch schon stabil da. Plattenbauteile. Eigentlich könnten wir dann auf Plattenteile übergehen, nicht wahr? Aber gut, ist ja eh alles obsolet. Alle Gedanken, die ich mir jetzt gerade mache, wie bauen wir weiter? Ich meine, teilweise geht es so kurz, nicht? Dann vergesse ich es und dann fängt es wieder an, stärker zu ruckeln. Und dann denke ich so, oh nee, geht doch nicht. Das ist halt... Wir warten einfach mal... Boah, jetzt zum Beispiel gerade wieder. Wir warten einfach die Patches ab und ich glaube... Boah. Dann fahren wir damit gut. Und wenn das nicht behoben wird, dann fangen wir halt nächstes Mal eine neue Stadt an und hoffen, dass bis dahin die Sachen dann ein bisschen behoben wurden. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann weiß ich halt auch nicht mehr weiter. So, sogar den können wir sagen. Plattenbauteile könnt ihr mich von hier besorgen. So sieht's aus. Weil wir haben nämlich darauf geachtet, dass die da einen Anschluss kriegen. So. Straßenladestation? Doch. Ah, das geht auch. Dann nehmen wir doch die Straßenladestation. Jetzt habe ich immer das Lager genommen, nicht? Aber das war ja dumm. Ich hatte extra eine Straßenladestation da gemacht. Da. Weil ich sonst früher immer das Lager nehmen musste. Weil ich die Straßenladestation nicht direkt dran hatte. So. Egal, dann verteilt sich die Last so ein bisschen vielleicht. Hat immer noch zu viel. Er soll nur 20% Leute laden. Ich glaube auch, solange die da nicht arbeiten. Ah, das Ding ist endlich weggerissen worden. Das heißt, theoretisch könnte man da noch... Braucht man nicht, aber für das Gefühl. So, das heißt, wir haben hier hinten die Plattenbauteile noch hinbekommen. Was wir jetzt noch testen wollten, ist eigentlich der Müll. Aber das Abrissbüro braucht einfach viel zu lange.
Ja. Na gut, wir haben alles die ganze Zeit fast über 90% gehabt. Wir gucken nochmal in die Abschiedsstatistiken. All time um die, ja, 90%, nicht? Mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Zufriedenheit auch in etwa gleich geblieben. Von Anfang an mal kurze Einbrüche, wenn wir ein neues Viertel gemacht haben. Sättigung eigentlich auch immer vorhanden gewesen. Regierungsloyalität, ja, hat sich auf ein gesundes Maß eingepegelt. Jetzt nimmt das natürlich ab immer, weil es nicht mehr richtig berechnet wird. Alkoholabhängigkeit geht auch wieder runter, seit wir die Kampagne dagegen fahren. Kulturgenuss ist eigentlich auch hoch. Nicht dafür, dass hier oben so viele Leute meckern, dass sie irgendwie 1332 mal keine Kriminalität, 500 mal kein Strom, 313 mal, also diese Anzeige da unten, Verschlechterung durch, die ist total unsinnig, die hilft einem gar nicht. Also die sagt nur, es gab mal Kriminalität, aber da kann man ja nichts gegen machen. Also ich finde, da müssten nur Meldungen rein, gegen die man effektiv was machen könnte. Das wäre irgendwie sinnvoll, weil auch wenn du 30 Polizisten hast oder Polizeistationen, hast du trotzdem Kriminalität. Auch wenn die 100% glücklich sind, hast du Kriminalität. Das ist halt, egal wie du es machst, das bleibt halt. Wir haben, ja, fast alle studiert. Über 7000 Leute, 7900. Ich weiß nicht, wo die ohne Abschluss sind, weil die tauchen hier in den Statistiken zum Beispiel nicht auf in irgendeiner Weise. Wir haben ungebildete Arbeiter 0, aber haben ungebildete Leute 1299. Keine Ahnung. Wir haben keine Autobesitzer, das habe ich komplett verschlafen diesmal. 4000 PCs, 6000 Fernseher, 6000 Radios mit steigenden Tendenzen. Lebenserwartung im Durchschnitt war eigentlich immer so, ja, 90 bis 85. Mal auf die 82 runter, wo es ein bisschen schlechter lief, weil wir ein Krankenhaus zu wenig hatten. Aber ansonsten auch mit den Forschungen hat sich das dann alles eingependelt, nicht? Mit den Impfungen. Was hatten wir noch? Die durchschnittliche Produktivität. Eigentlich, wir hatten sogar mal eine Zeit, da lag die über 100. Wow. Okay, und dann jetzt zum Ende 94, 95, schwankend. Ja. Qualität der Kleidung, bis auf einmal, wo wir das Lager leer hatten, nicht? Immer da gewesen. Religion nimmt ab, aber jetzt wieder zu. Okay, weil wir es im Radio weggenommen haben. Das heißt, religiöse Teilnahme gar nicht mehr so relevant gewesen. Sportgenuss dafür auf 100. 97%. Ja. Durchschnittsalter ging mal hoch, hat sich jetzt wieder beruhigt. Arbeitslosigkeit, ja, schwankend mit zunehmender Steigung. Je nachdem, wenn ich beschleunige, nicht, geht es nach oben. Wenn ich es laufen lasse, geht es eher nach unten. Todesfälle. Fluchten, Einwanderer, Geburten, ja, alles halbwegs interessante Statistiken. Wirtschaft können wir nochmal kurz gucken. Gibt es da irgendwas Besonderes, was uns interessiert? Die Kleidung vielleicht. Kleidung sehen wir aber, geht immer weiter nach oben, obwohl wir die verkaufen. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall bringt uns das richtig viel Schotter. Ist auf jeden Fall ein sehr dankbarer Spielstand gewesen in der Hinsicht. Und auch Treibstoff diesmal hat sich sehr gut reguliert, ist nicht über Tausende gegangen, was uns die letzten Male immer den Spielstand gekostet hat. Ja. Na gut. Wir können nochmal hier insgesamt gucken, was haben wir importiert, alle Zeiten. Wir haben 41, nee, das ist Export, nicht? Wir haben für 41 Millionen Kleidung exportiert. Wir haben für 22 Millionen Bitumen exportiert, für 17 Millionen Stoff, für 16 Millionen Treibstoff. Das ist schon ordentlich. Metallschrott sogar für 56.000 und Sondermüll hat uns doch 2 Millionen gekostet am Ende. Okay. Müll 200.000, das fällt nicht ins Gewicht, nicht? Also das kann man vernachlässigen. Aber der Sondermüll, okay, ist schon ein Posten, der wächst. So, und Import, was haben wir über alle Zeiten am meisten importiert? Stahl für 13 Millionen. Ja, das geht ja aber.
Also wir haben Kleidung für 40 Millionen exportiert und Stahl für 13 Millionen importiert. Chemikalien für 12 importiert. Essen für 8. Aber wir sehen Chemikalien durch die Stoffe. Die haben wir eine Zeit lang nämlich importiert. Ist trotzdem einträglicher, Chemikalien zu kaufen und Pflanzen als Stoffe. Das ist echt wichtig zu wissen. Hat auf jeden Fall einen ordentlichen Produktionsboost gegeben. Fleisch nicht relevant, mechanische Bauteile nur bedingt. Alkohol eigentlich auch nicht, Strom nicht wirklich, Elektronik, Beton, Ziegel, Asphalt, Bretter gar nicht, Kunststoffe gar nicht, Plattenbauteile, so wie wir bauen, eigentlich auch nicht relevant, Dünger nicht relevant, Aluminium nicht relevant. Kleidung, gut, haben wir nur einmal am Anfang eingekauft, nicht die erste Fuhre, bis wir die Fabrik fertig hatten. Und den Kies haben wir auch eigentlich die ganze Zeit selber hergestellt, aber auch nie exportiert. So. Oh, jetzt ist es hier hinten noch fertig geworden. Ich würde sagen, das baue ich noch einmal kurz, das will ich noch wissen. Müll. Jetzt die Frage, geht das dann daran? Ja, und geht das daran? Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das werden wir dann sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben eh nicht mehr zu bauen. Das heißt, die können das da alles mit hoher Priorität machen. Die Sachen hier hinten sind, glaube ich, alle on hold gewesen. Großplanflächig. Und wir stellen unseren eigenen Beton her. Das ist ja auch klasse. Und jetzt wird was Interessantes. Das ist auch noch eine wichtige Sache für demnächst. Oh. Verklickt. Beton. Können wir Beton? Nein. Okay, Beton kann man nicht mit Hubschraubern aus eigener Produktion abholen lassen. Geht also auch nicht. Gut zu wissen. Nächstes zu wissen. Wir brauchen Beton. Ich würde sagen, ihr aus das hier. Ich weiß gar nicht, hatten wir da links oder rechts jetzt? So, also die haben jetzt das rechte Betonwerk. Ihr habt das linke Betonwerk. Das heißt, ihr kriegt das rechte Betonwerk. Nee, ihr kriegt auch das linke Betonwerk. Genau wie ihr das linke Betonwerk kriegt. Und ihr da hinten kriegt dann das rechte Betonwerk noch. Dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Aufteilung. Okay. Das heißt, noch eine Ressource weniger, die wir importieren müssten auf lange Sicht, wenn dann der Spielstand irgendwann weiter funktioniert. Aber ihr seht ja, sobald ich beschleunige, bricht alles zusammen. Es ruckelt sich ein aus. Wasser funktioniert noch halbwegs. Der Brunnen hier ist leicht überlastet. Eigentlich kann ich die Verbindung hier zum Beispiel auch kappen. Die war ja nur zwischen einer besonderen Situation notwendig. Kann ich hier eigentlich Prioritäten sagen? Kann ich den hier zumachen? Weil der den höchsten Druck hat, nicht? Das wäre halt noch cool, wenn man das hier absperren könnte. Wenn man hier sagen könnte, zack, zu. Ich meine, bei anderen macht, kann man es ja auch machen.
Oh, wo ist unser Zug? Wie hat der das denn geschafft? Okay, überfahr das Signal. Ja. Wie hast du das geschafft? Warum? Also, ich verstehe zum Beispiel diese Fahrlogik nicht. Weil eigentlich, er kann von hier sein Ziel nicht erreichen. Warum fährt er auf die linke Schiene? Warum fährt er nicht vorher auf die rechte? Und warum fährt er überhaupt hier nach hinten tanken? Er hat ja die Tankstelle hier vorne. Gut, von da wird er nicht tanken können, weil das Baufahrzeug dummerweise diese Strecke nicht bauen kann, weil das Baufahrzeug hier anscheinend nicht rauffahren kann, um das zu bauen. Keine Ahnung warum. Das nicht geht. An anderen Stellen geht das. Also, manchmal ist das Spiel so ein bisschen fragwürdig, warum Sachen gehen oder nicht. Und jetzt zum Beispiel, ich kann den Zug ja auch nicht manuell fahren. Wäre halt cool, wenn man einfach sagen könnte, fahr bis hier oder so. Eine Scheiße, nicht? Das heißt, ich muss immer manuell eingreifen, Sachen setzen. Und da hat es auf jeden Fall noch... Zum Beispiel, warum kann ich hier nicht einen Wegpunkt setzen? Sind jetzt da Wegpunkte? Ja, da ist einer. So, fahr bitte zu dem Wegpunkt. So. Nein! Warte. Und jetzt kriegst du noch einen Wegpunkt. Du dummer Hund, Alter. Den ich dir natürlich nicht setzen kann. Wäre cool, wenn man einfach Signale als Wegpunkt geben könnte. Okay, da kann ich ihm einen Wegpunkt geben. Okay, also, du fährst nochmal dahin. Und dann das als Wegpunkt. Hä? Verstehst du? Und dann bist du auf der richtigen Seite. Ah, da kommst du nicht hin von dem Wegpunkt, weil der Wegpunkt natürlich... Okay. Nochmal. Halt löschen. So. Du fährst also... Hä? Nicht abreißen. Oh, ich wollte Wegpunkt. Ach, das ist Wegpunkt. Oh, das... So, nochmal. So, nach da... Ach da, ich hoffe, ich habe nichts weiter abgerissen. So. Bitte dahin wenden. Hä? Du sollst zu diesem Punkt fahren. Da hinten. Fahr da bitte hin. Jetzt. Now. Geht doch. So. So, jetzt fährst du nämlich auch auf die richtige Seite, du Kackding, Alter. Also warum sie das beim Tanken nicht hinbekommen, ist ein bisschen schade. Das heißt, man muss beim nächsten Mal eingleisige Bahnhöfe bauen, zweigleisige, wenn man eine eingleisige Schienenverbindung haben will, so wie hier. Dann darf man sie nicht vorher noch die Möglichkeit geben, irgendwann zu tauschen. Das Problem ist, allein weil er hier tauschen kann, würde er dann aufs falsche Gleis fahren. Er kriegt's halt nicht hin. Also da könnte die Logik auf jeden Fall nochmal besser werden. Aber jetzt machen... Ich lasse die Wegpunkte einfach da. Dann fährt er halt so dumm. Aber wenn er mal falsch fahren sollte, weil er tanken war, fährt er auf jeden Fall wieder richtig, ohne dass ich was machen muss. Ist jetzt ein dummer Workaround. Dafür, dass die Zuglogik nicht ordentlich arbeitet im Bahnhöfen. Zumindest nach meinem Verständnis finde ich es nicht logisch. Man hat halt... Bei Transport Fever 2 hat man zum Beispiel ein bisschen mehr Möglichkeiten, sowas zu steuern. Das finde ich cool, nicht? Dass du sagen kannst, komm bitte nur in Gleis 3 oder 4 an. Aber nicht auf 1 und 2. Das wäre halt noch super stark, wenn das Spiel das hier hätte. Aber die Bahnhöfe sind ein bisschen, ja, stiefmütterlich. So. Und ich würde sagen, das hier werden wir dann... demnächst erleben. Die Folge ist um und wir sagen erstmal Goodbye zur Stadt. 9600 Einwohner, 91, 1992, 1992. Bis dann und tschüss.